Hallo und herzlich willkommen zu einem Neuzugänge-Video. Die ersten drei Neuzugänge sind auch gleich alle zusammenhängend, denn sie sind Teil einer Reihe. Und zwar der Reihe Witches of Leyland von Jennifer Wolf. Ich habe mir im Jahr 2024 Band 2, 3 und 4, ihr seht sie jetzt eingeblendet, denn ich habe sie mir als E-Books gekauft. In dieser Geschichte geht es um Yuna. Yuna ist das letzte Kind einer namenlosen Göttin, weshalb sie besondere Fähigkeiten hat. Aus diesem Grund werden Männer zu Yunas Haus gesandt, die sie abholen sollen bzw. zum Schloss des Kronprinzen eskortieren sollen, denn dieser ist schwer erkrankt und Yuna soll ihn heilen. Nun ist es so, dass an diesem Hof noch der Bruder des Kronprinzen lebt und dieser hält eigentlich gar nichts von diesen heilenden Fähigkeiten und von Magie generell. Er hält das alles für abergläubisches Gewäsch. Doch bald müssen Yuna und er feststellen, dass die beiden etwas miteinander verbindet. So viel zu Teil 1 der Geschichte. Ich habe die Klappentexte natürlich von Band 2, 3 und 4 nicht gelesen. Heißt aber, ich habe jetzt diese ganze Reihe auf dem Sub und ja, möchte sie eigentlich, wenn ich sie beginne zu lesen, schnell hintereinander weglesen. Das Problem ist nur, ich habe von Jennifer Wolf auch noch diese Jahreszeitenreihe begonnen, die ich eigentlich auch gerne mal weiterlesen und beenden würde. Ich hoffe, dass ich dazu in allzu naher Zukunft komme. Dann kommen wir wieder zu einer Reihe, diesmal aber eine Dilogie. Und zwar habe ich mir hier gleich beide Bände dieses Jahr gekauft, als sie im Kindle-Deal waren. Die Rede ist von This is Our Time und This is Our Life von Katinka Engel. Ebenso spreche ich hier jetzt wieder nur über den Inhalt von Band 1. In dieser Geschichte geht es um Rio und Fern. Rio ist ein Hollywood-Star, der leider einen sehr heftigen Absturz hatte. Die Serie This is Our Time soll Rio jetzt wieder die Möglichkeit verschaffen, sich wieder einen Ruf aufzubauen und ja, ein Comeback für ihn ermöglichen. Fern arbeitet bei Rio im Filmunternehmen als Praktikantin und der Regisseur kommt dann auf die Idee, auf die wahnwitzige Idee, Fern könnte in This is Our Time eigentlich Mädchen spielen, in das sich Rio verlieben soll. Also die beiden sollen ein Liebespaar vor der Kamera verkörpern. Rio ist damit absolut nicht einverstanden und bekommt wieder einen Ausraster. Und ja, schlussendlich stehen die beiden vor der Kamera und wissen am Ende nicht mehr, was ist eigentlich zwischen uns fake und was ist real oder real. Ich denke mal, dass der Inhalt schon viel verrät, was in dieser Geschichte wahrscheinlich passieren wird. Aber ich bin trotzdem gespannt, auf was das Ganze hinauslaufen wird. Ob es eher so ein Slowburner ist. Ja, wie diese Liebesgeschichte gestaltet und verpackt ist. Und vor allem bin ich dann gespannt darauf, ob im Band 2 die Geschichte von Rio und Fern weitergeführt wird oder ob wir eine ganz neue Geschichte lesen. Da zwei Reihen auf dem Sub natürlich noch nicht genug sind, habe ich mir noch eine dritte Reihe gekauft. Und zwar die Winter Dreams Reihe von Aelia Date. Ich habe dann übrigens bei meiner Recherche erfahren, dass hier noch ein fünfter Band rauskommt am 6. November dieses Jahr. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ersten vier Bände, Like Snow We Fall, Like Fire We Burn, Like Ice We Break, Like Shadows We Hide und der fünfte Band soll dann heißen Like Feathers We Fly. Ja, und ich gehe jetzt hier gar nicht auf den Inhalt von irgendeinem Band ein, denn jedes Buch dieser Reihe beinhaltet eine eigene, ich glaube, in sich abgeschlossene Geschichte. Aber so wie ich es verstanden habe, soll man es schon in der Reihe lesen, da man sonst durch, ja, also wenn man es jetzt durcheinander lesen würde, würden einzelne Teile von anderen Geschichten gespoilert werden. Deswegen sollte man es in einer Reihe lesen. Die Bücher spielen alle im Wintersportparadies Aspen. Und in jedem Band geht es, glaube ich, um einen anderen, um eine andere Eissportart. In jedem Band spielt also eine andere Art des Eissports eine Rolle. Beziehungsweise, so wie ich jetzt gelesen habe, kommen manche Sachen auch zweimal vor. Dann hatte ich mir ein Buch vorbestellt und das auch als Printversion hier gehabt, doch mittlerweile ist es schon wieder ausgezogen, so wie der zweite Band auch. Und zwar rede ich von Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Ich glaube, an diesem Hype ist fast niemand vorbeigegangen. Ich habe das Buch zum ersten Mal bei der lieben, oh Gott, mir ist der Name entfallen, Lena von Expecto Booktronum gesehen. Und ja, sie hat es ja auf Englisch gelesen, da gab es das noch nicht auf Deutsch und ich glaube, sehr viele Leute waren durch sie total auf das Buch gehypt. Und das ist das einzige Buch von meinen Neuzugängen, das ich schon gelesen habe, also von den Neuzugängen, die ich euch heute zeige. Und das halt auch leider wieder ausgezogen ist, da die Geschichte
leider nicht meins war. Mehr werde ich jetzt zu meiner Meinung nicht sagen, denn ich werde noch einen Lesemonat hochladen, in dem das Buch dann vorkommt. Auf jeden Fall spielt die Geschichte 1888 in London und sie spielt während der Jack the Ripper-Morde. Wir verfolgen also Audrey Rose, die 1888 eigentlich lernen sollte, wie man Taschentücher bestickt, wie man eine gute Partie für einen Mann ist. Sie sollte sich generell viel mehr Gedanken um Bälle und Kleider und Aussehen machen, tut sie aber alles nicht, denn sie interessiert sich für das Obduzieren von Leichen. Ihr Onkel ist Gerichtsmediziner und unterrichtet sie heimlich in ihrem Keller. Er unterrichtet nicht nur Audrey, sondern auch Thomas Croswell. Und ja, der ist ein ziemlich spezieller Charakter und auch der Love Interest von Audrey. Die beiden verfolgen wir nun halt während der Jack the Ripper Morde, wie sie versuchen, diese Morde aufzuklären. Es geht viel um Obduktion und auch um dieses Kennenlernen zwischen Audrey und Thomas. Den zweiten Band hatte ich auch als Print hier, habe ihn mir jetzt mittlerweile als E-Book im Kindle-Deal gekauft, also Hunting Prince Dracula, und werde den noch lesen bzw. anlesen. Und hoffe, dass ich vielleicht noch mehr in die Geschichte reinfinde, als ich es in Band 1 getan habe. Das nächste Buch ist dann mal ein Standalone und ein Thriller von John Mars. Und zwar Die Schatten über uns. In dieser Geschichte geht es um Mia und ihren Ehemann. Die beiden haben sich ein Haus gekauft, das sehr renovierungsbedürftig ist. Und während dieser Renovierungsarbeiten macht Mia eine komische Entdeckung, denn sie findet eine Fußleiste, in die reingeritzt ist: Ich werde sie vom Dachboden retten. Die beiden gehen dann halt mal auf den Dachboden, denn tatsächlich haben sie das so ausführlich noch nicht gemacht. Also wahrscheinlich waren sie schon oben beim Hauskauf, aber sie haben ihn noch nicht so unter die Lupe genommen. Und tatsächlich stehen dort einige alte Sachen und sie gucken sich diesen Dachboden ein bisschen an und suchen rum und sehen dann in der Ecke mehrere Lederkoffer. Als Mia diese Lederkoffer dann öffnet, ihr hört gerade meine Katze im Hintergrund, die jetzt gerade ihre Krallen schärfen will. So, ist fertig. Als die beiden die Lederkoffer dann öffnen, entdecken sie etwas sehr, sehr Schreckliches. Sie verlassen das Haus und fahren zu den Eltern ihres Mannes, wo sie erstmal bleiben. Doch Mia lässt dieser schreckliche Fund, wir wissen nicht, was gefunden wird, nicht los. Und sie versucht, auf eigene Faust herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Und ja, wie man es jetzt denken kann, hätte sie die Vergangenheit lieber ruhen lassen sollen. Ich habe von John Mars schon zwei Thriller gelesen und beide habe ich geliebt. Ich habe noch Dutzende gefühlt auf dem Sub, nee, ich glaube drei oder vier, ich weiß gar nicht, wie viele er noch rausgebracht hat. Ich habe auf jeden Fall einige noch auf dem Sub als E-Books und bis jetzt war ich von keinen der beiden Büchern, die ich gelesen habe, enttäuscht. Ganz im Gegenteil, ich fand sie unheimlich spannend und freue mich wirklich sehr auf dieses Buch und auch auf die anderen, die ich schon habe. Kommen wir jetzt auch schon zum letzten Neuzugang in diesem Video und zwar zu einem ersten Band einer Trilogie. Ich bin sehr reihenaffin, man merkt es. Und zwar zu Bryn Mawr University von Dominic Guider. Den Namen kann ich mir irgendwie nie merken. In dieser Geschichte geht es um Samuel. Dieser kommt auf die Elite-Universität Bryn Mawr, welche auf den wunderschönen Klippen der Cornwall-Küste thront. Also ein sehr, sehr altes Gebäude mit vielen Jahrhunderten von Geschichte. Also ich stelle mir das sehr, sehr schön vor. Doch wie viele andere ist er eigentlich gar nicht da, um dort zu studieren. Das möchte er nur vorgeben, denn eigentlich ist er da, um den Unfall von seinem Bruder aufzuklären, der seitdem in einem Wachkoma liegt. Niemand weiß so richtig, was da passiert ist und ja, Samuel möchte dem Ganzen jetzt auf die Spur gehen. Doch bald merkt er, dass sehr, sehr komische Aufnahmerituale an dieser Schule stattfinden, die auch sehr gefährlich sind. Und er lernt Connor kennen, der ihm ein bisschen den Kopf verdreht und an den er sein Herz verliert, was eigentlich ganz und gar nicht geplant war. Wir merken also, auf Samuel kommt sehr, sehr viel zu. Und ich finde, das hört sich nach einer sehr spannenden und coolen Geschichte an und ich bin richtig gespannt darauf. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben, was ihr mir empfehlen könnt. Und ja, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dieses Jahr schon so für Neuzugänge hattet und wie viele ihr hattet. Es werden bei mir noch ein paar Neuzugänge-Videos kommen. Aktuell ist der Stand 2. Ich habe die alle ein bisschen aufgeteilt, damit das nicht so lang wird. Und ja, ich freue mich immer über Kommentare, über eure Meinungen, Kritik, Anregungen, alles. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht den Abo-Button klickt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und viel Spaß beim Lesen.